Hallo und herzlich willkommen zurück zu Thief Simulator 2. Wir sind hier in 105, weil wir einen Spielzeughummer klauen sollen, der uns aber leider natürlich nicht angezeigt wird. Aber egal, wir müssen es machen, denn wir müssen 5 Aufträge hier für die nächste Mission hinbekommen. Wowie ist zum Glück hinten im Hinterhof. Das heißt, der sollte uns erstmal nicht in die Quere kommen. Aber ich habe natürlich jetzt auch keine Ahnung, wo dieser Hummer sein könnte. Das heißt, er könnte wirklich hier überall sein. So, dann gehen wir einmal hier. Oh, da läuft jemand. Okay. Ich hoffe, er kommt uns nicht in die Quere. Hier ist noch Geld. Routern lasse ich jetzt mal hier. Die Frage ist, wo ist dieser Hummer? Ist hier noch jemand im Haus? Ich habe keine Ahnung. So, weiße Vase. Ich habe keine Ahnung. So, die Frage ist, er könnte ja theoretisch auch irgendwo hier in den Schubladen sein, ne? So, da ist... Oh, warte mal, hier ist noch Geld. Wo ist dieser verdammte Hummer? Spielzeughummer! Da haben wir ihn doch. So, war nett mit Ihnen. Vielen Dank. Bär Sie bald wieder, vielleicht. Alright, so, dann haben wir das doch zumindest schon mal. So, wow, wie... Oh, warte mal, die Gitarre nehme ich auch nochmal mit. Und dann, ja, können wir wieder nach Hause und uns gleich den nächsten Job angeln. Denn wir müssen immer noch 2 Aufträge machen. So. Einmal kurz. Boing. Und tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Alright. So, und wir müssen dann auf jeden Fall gleich einmal nochmal ein paar Fähigkeitspunkte verteilen. Ich habe ja beim letzten Mal hier 2 von diesen rosanen Dingern gekauft. Nee, nicht gekauft, sondern erworben sozusagen. Guck mal, wir haben jetzt 2 und 2. So, das haben wir schon gelernt. Verringere den Hörbereich der Menschen um 3 Meter. Das würde ich machen. Was haben wir hier noch? Meister der Tarnung. Die Polizei verlässt... Oh, das würde ich auch gerne haben. Aber dafür müssen wir Stufe 16 sein. Läuft viel schneller. Weiß ich, brauche ich glaube ich nicht. Oh, verkaufe alle Artikel für 25% mehr. Ich würde dann das mal machen. Achso, das ist 16. Warte mal. Das ist 16 und das ist 15. Das heißt, die Punkte spare ich mir mal auf, bis wir 15 bzw. 16 sind. Weil schneller laufen muss ich jetzt nicht wirklich. Nee. So, und wir haben aber ja noch 2 davon. Da würde ich jetzt gerne mal Beweglichkeit. Gehe durch die Lüftungsschlitze, Hochgeschwindigkeit erhöht. Ist nice, aber ich glaube, das würde ich jetzt noch gar nicht unbedingt. Das können wir noch nicht. Das haben wir schon. Wir könnten jetzt Elektronik machen. Und wir könnten mehr... Das können wir auch noch nicht. Ich würde jetzt einmal Elektronik lernen. Was haben wir jetzt hier noch? Spezialisierung. Schaltet einen Schlagstock und einen Schweißbrenner frei. Mit dem Schlagstock kannst du jeden niederschlagen. Doch sobald er aufwacht, wird er die Polizei rufen. Schaltet ebenfalls die Schnellreise zum Auto und deinem Telefon frei. Ach, das müssen wir erst freischalten. Ah. So, das können wir auch noch nicht. Oh, ich würde auch gerne... Oh, das ist schon wieder... Aber ich finde das nice. Komm, das machen wir. Boing. Neue Fähigkeit. So, das Schlagstock. Schlagstock und Schweißbrenner. Das hole ich mir doch mal eben. So, wo haben wir das denn? Das ist ja der Lötbrenner wahrscheinlich, ne? Lötbrenner. Und damit konnten wir doch, glaube ich, auch die Container bei dem Händler... Oder? Oh, guck mal, hier leise Schuhe. Erforderlich hören, Stufe 2. Okay. Oh, ATM-Hacker-Tool. Oh, 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 kaufen. Hacking PDA. Ich kaufe das jetzt. Ich muss es leider kaufen. So, warte mal, irgendwas brauchten wir doch noch, ne? Lötbrenner habe ich doch gerade gekauft.
Schweißbrenner, hat er nicht irgendwas anderes noch gesagt? Schweißbrenner und... Ich weiß nicht, aber es ist wahrscheinlich hier mit ATM, ne? Okay. Sehr schön. Ach so, und wir müssen... Warte mal. Also, wir müssen jetzt einmal Ware verkaufen. Die Registrierkasse. So, das andere haben wir wieder für Black Bay. Beute. Bum, bum. Komischerweise kann ich die Auto... Ich muss noch mal gucken. Vielleicht kann ich die Autobatterie ja hier bei dem anderen Heini verkaufen. Auf dem Schrottplatz. So, Black Bay. Habe ich wieder irgendwas, was ich verkaufen kann? Ja, hier. Sehr schön. Sehr, sehr gut. So. Gut. Ach so, warte. Wir müssen ja wieder einen neuen Auftrag frei annehmen. Und zwar müssen wir ja noch... Ach so, warte mal. Belohnung abholen. Jawohl. So, denn in 104 tragbare Konsole. Das machen wir als nächstes. Du hast deine Miete bezahlt. Ja, egal. Warte, schon wieder eine Stufe? Habe ich das richtig? Ja, ja. Okay, dann machen wir nämlich auch den Rucksack, oder? Warte mal. Schnellreise, genau. Das ist sehr nice. Genau, Schlagstock. Schlagstock war das. Das wollte ich noch holen. Dafür brauchen wir zwei. Das können wir noch nicht. Ich würde jetzt hier mal den Rucksack, dass wir mehr tragen können. So, also, Schlagstock. Oder habe ich den schon? Nee, Schlagstock habe ich noch nicht. So, wir haben schon wieder so viel zu tun. So, die Frage ist, wo ist der Schlagstock? Schlagstock? Brechstange? Ich sehe aber keinen Schlagstock. Oder? Bin ich blind? Atemmaske, Beruhigungspistole, Beruhigungspfeil. Oh, das will ich auch alles haben. Ich weiß immer noch nicht, wofür das ist. Kabinendemontage, Werkzeug. Ich habe, glaube ich, eine Idee, wofür das ist. Gucken wir gleich mal. So, Drohne. Ich habe hier aber keinen. So, ich kaufe das nochmal. Weil ich glaube, das könnte hier für die Karosserie sein, ne? Ist das richtig? Weil wir haben hier immer noch diese Karosserie, die müssen wir auch irgendwie loswerden, ne? Okay, so geht's aber anscheinend nicht. Ich weiß aber nicht, wie gesagt, es war jetzt nur geraten, ob das hier dafür ist. Aber ich kann hier auch... wie kriege ich das denn wieder weg? Räder? Nee, Räder will ich nicht. Weil, ich sag mal, bei dieser guten Übersetzung von diesem Spiel hätte ich mir jetzt vorgestellt, dass Kabine das hier gemeint ist, aber... Ich weiß auch nicht, ob das nochmal verschwindet, weil... Gesamtwert 0 Euro. Wie kriege ich das? Oder ist das weg, sobald ich mit einem neuen Auto ankomme? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint das Werkzeug nicht dafür zu sein. Von da... Aber wir haben es trotzdem und deswegen... So. Also... Ich würde jetzt gerne einmal wieder in die Madison Street. Und dann würde ich gerne mal gucken im ATM, ob wir ein ATM finden. Und irgendwie Elektronik hacken. Ach. So viele neue Sachen. So, habe ich denn irgendwo ein ATM? Wird mir das irgendwo angezeigt? So, wo mussten wir hin? 104. Ich habe leider bisher nicht drauf geachtet, wo hier ein ATM ist. Oh, warte mal, da glaube ich, ne? Ja, 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 ja. So. Stopp. Einmal raus. Und das finde ich aber auch sehr nett, dass die hier diese Sichtschutzwände hinpacken, dass wir hier... So, warte mal. Ich gucke mir erstmal das Tutorial an. Gibt es hier irgendwo ein Tutorial für ATMs? Mikrokamera? Nein, natürlich nicht. So.
Alarm in 100. Warum kriege ich kein Tutorial? Ach, ah, okay, warte. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Und ich komme hier wieder nicht raus aus diesem Minispiel. Wieso komme ich nicht raus aus diesem Minispiel? Ach, guck mal hier. Grün nochmal an der richtigen Stelle. Okay, das ist gar nicht so einfach. Aber, wie gesagt, ich wurde jetzt schon... Wieso kann ich aber auch nicht hier irgendwie mal raus? Doch jetzt. Ja, jetzt, wo er mich hat. So, Laden sichern. Vielleicht sollte ich es eher nachts machen, ne? Und ich habe gedacht, da sind wir ja so gut geschützt. Aber, Pustekuchen. So, na gut, dann gehen wir jetzt erstmal in 104. Und dann müssen wir mal gucken. Warte mal, 104. Lokaler Schrottplatz, Zimmer, Lager, Zimmer. Also einer von beiden ist immer da, von da ist es egal. Im Prinzip wahrscheinlich, wann wir hier sind. Wobei, er ist gerade... Er ist noch bis 8 auf dem Klo. Das könnte hilfreich sein. Wir gucken mal. So, wo ist denn 104? Oh, da ist ein Telefonanruf. Würde ich auch gerne mitnehmen, aber... Wo war denn 104, verdammt? Lady! Sag mir doch mal, wo 104 ist. 100... 100... Ach, da ist 104. So. Vorsichtig. So, raus aus der Kiste. So, und wir müssen... Konsole Cosmos X. Shit. Wieso geht da jetzt... Warte mal, es ist 12. Ach, die haben gerade Schichtwechsel, ne? Ja, der eine ist... Ah, und der ist gekommen. Ach, guck mal, zwischen 11 und 12 sind beide außer Haus. Ich probiere es jetzt trotzdem einmal so. Probiere es einmal so. Vielleicht haben wir Glück. Und kriegen das auch so hin. So. Wahrscheinlich werde ich jetzt auch wieder gleich gesehen, ne? Tagsüber einbrechen ist halt nicht gut. So. Okay, er sitzt da. Die Frage ist, wo ist das? Wo ist diese verdammte Konsole? Da ist auch noch ein Backing-Stand, den wir mitnehmen können. Ist die Konsole vielleicht hier, Ammo? Sieht nicht so aus, ne? Oh, warte mal. $200, jawohl. Funkgerät. Bitte lass die Konsole irgendwo hier sein. Nö, natürlich nicht. Warte mal, verwenden. Was kann ich denn jetzt hier machen? Okay, ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Irgendwas habe ich ausgeschaltet. Okay, das heißt, wir werden hier nicht weiterkommen. Weil so wie es aussieht, ist die Konsole ja da drin, oder? Oder ist sie hier irgendwo draußen? So, warte mal, wir haben aber jetzt den Schweißbrenner. Ich habe doch jetzt den Schweißbrenner. Wie... Kann ich den denn jetzt irgendwie verwenden? Ich meine, das Symbol wird mir hier angezeigt, aber... Lötbrenner. Das wird ja das Teil sein, aber... Scheiße, da ist noch eine Kamera, ne? Wie funktioniert das? Ach, verdammt. Warte mal. Hab ich die dafür vielleicht irgendwie... Aber auch nicht, ne? Ne. Leider habe ich dafür auch kein Tutorial. Ach so, warte mal, ich muss das wahrscheinlich ausrüsten, ne? Ah! Shit, shit, shit.
Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Nö, 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 nö. Du siehst mich nicht. Okay, haut wieder ab. Dann gucken wir nochmal hier in den Container. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Erkennung. Oh. Nein, du siehst mich immer noch nicht. Mm-mm. Ich bin unsichtbar. Ich bin unsichtbar. Du siehst mich nicht. Hahaha. Da guckst du, wa? Ist doch gar nichts los. Okay, scheint aber Lärm zu machen, von daher. Aber ich bin jetzt echt gespannt, was hier in diesem Container ist. Oh, shit. Könnte natürlich auch sein, dass die Konsole hier ist, ne? Lasermessgerät. Konsole irgendwo hier drin einmal. Okay, ist. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. So, sieht er uns. War da nicht noch ein Container? Ne, ist nur der eine Container, okay. Oder steht da noch einer? Ne. Gut, achso, warte. Ist die Kamera jetzt an? Anscheinend nicht, ne? So, warte mal, wo ist er denn jetzt? Oh, 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 oh. Lock him up. Okay. Ah, ich sollte doch wahrscheinlich besten nochmal die Stunde abwarten, wo beide außer Haus sind. Müssen wir uns zwar beeilen, aber dann haben wir zumindest einmal unsere Ruhe. So, ich muss einmal einen Parkplatz finden. Oh, das finde ich ganz nett mit den Containern. Achso, hier ist ja schon ein Parkplatz. So, jetzt muss ich ihn gucken. Von 11 bis 12. Eine Stunde. Ist zwar nicht viel, aber. So, das heißt, ich würde bis 10 schlafen. Ja. Bis 10, um 11 gehen wir rein. Beeilen uns ganz, ganz schnell. Wir brauchen ja echt nicht lange. So. So, der eine ist gegangen, aber der andere ist noch da, ne? Wo ist jetzt der andere? Der sitzt da noch. Und du haust um, ja. Okay, dann können wir auf jeden Fall schon mal. Warte mal, ich mach mal hier zu. So, dann sind wir nämlich schon mal gut vorbereitet, sobald er geht. Und heute ist übrigens Tag des Festivals, was immer das auch bedeutet. Ich habe keine Ahnung. So. Irgendwo da ist noch ein Wertgegenstand. So. 10 Minuten noch. Die warten wir nochmal eben ab. Wo mal hin, der Junge? Ist er am Kacken? Ich habe keine Ahnung, was er da sitzt. Ich will es auch gar nicht wissen, ehrlich gesagt. So, er haut ab. Sehr schön. Bleib aber trotzdem nochmal in Deckung. Jetzt hört er mich nämlich noch und dann ist. So, warte mal. So, er ist weg. Das heißt, wir können uns beeilen. So, wo ist die verdammte Konsole? U-Phone? Beschädigt? Ach, verdammt. Ich habe das so spät gesehen, dass es beschädigt ist, aber. So, also, hier ist noch auf jeden Fall ein teures Teil. Na komm. So, High-End-Kopfhörer. Wo ist denn diese verdammte Konsole? Scanner.
Tastatur. Ich will das jetzt nicht, dass mein Rucksack gleich voll... Wo ist denn diese Konsole? Ach, hier ist ja... Ach, guck mal hier. Ah, ja, da haben wir es doch. So, okay, jetzt muss ich mich beeilen. Oh shit, da kommt wieder einer zurück. So, dann nehmen wir das nochmal mit und das nochmal mit und das nochmal mit. Okay, komme ich hier durchs Fenster raus? Ich hoffe doch. Ja. Oh shit, das war knapp. Das war knapp. Das war sehr knapp. Aber wir haben es geschafft. So. Tschüss, du Lusche. Mach's gut. Jo, lass doch. Ruf doch die Bullen. Mir doch egal. Mir doch egal. Ah, so, dann haben wir jetzt noch einen Auftrag. Das ist aber der schwerste. Das heißt, wir müssen da fünf schwere Sachen, fünf schwere Sachen klauen. Das ist dann nicht so einfach. So, verkaufen. Das verkaufen wir auch. Und wir haben wieder ein bisschen was für Black Bay. Bom, bom, bom. So. Irgendwas? Ja, hier. Sehr schön. Und das war's, ne? Ja. Gut. Achso, warte. Dann gleich den nächsten Auftrag. Thief Contract. Achso, Belohnung abholen. Oh, guck mal, wir haben neue. Ah, wir müssen doch nicht. Ich habe jetzt 4 von 5, ne? Ich muss nicht den schweren Auftrag mit 5 schweren Sachen. So, warte mal. Verdiene $3000. Stiel Kupfer. Oh, komm. Das gibt mehr Kohle. 107, 106. Schon wieder 106. Ich nehme mal das hier. So. Alright, so, Stiele Kupferfigur von 109. Das kriegen wir da auch noch hin. Ja, komm, das kriegen wir auch noch hin. So. Nochmal wieder in die Madison. Ach ja. So, 109. Was ist das hier? Eine Bremsspur oder ein Schatten? Keine Ahnung. So, 109 müsste wahrscheinlich in der anderen Richtung sein. Warte mal, 106, 107. Da ist 109, genau. So, die Frage ist, halt. 109, wie war es denn in 109? Okay, von 16 bis 18 Uhr haben wir freie Fahrt. Genau, das war mit dem Fenster. Genau, 16 bis 18 Uhr. Wie spät ist denn das jetzt? 14 Uhr. Gut. Wir machen es ganz schnell. So, schlafen wir bis 16 Uhr. Dankeschön. So, dann einmal raus. Falsche Richtung. Da ist 109. So. Tschüss. So. Ich habe sogar den Schlüssel. Sehr gut. Halt. Ach, mein Dietrich! Mein schöner Dietrich! Nein, zum Glück habe ich noch welche. So. Frage mich zwar sowieso, warum man immer noch den manuell nehmen muss. Obwohl wir ja jetzt ein... elektronischen haben, also einen automatischen. Aber egal, so. Kupferfigur. Wo ist die Kupferfigur? Nee, das will ich nicht. Oh. Das nehmen wir auf jeden Fall. Bom, bom, bom. Na? Ein bisschen Geld. Wie schäbig. So, wo ist denn die Kupferfigur. Warte mal, was ist da noch? Beschädigtes U-Phone. Das könnt ihr mal sowas von behalten. Ach, verdammt. So. Die Zeit rennt uns echt davon, ne?
Wo ist denn... Hä? Ich war doch jetzt in allen Räumen. Wo ist denn diese verdammte Kupferfigur? Hier vielleicht? Nee, das ist... Oh, warte mal. Eine Konsole, aber keine Kupferfigur. Habe ich irgendwo ein Zimmer übersehen? Oder war das die Kupferfigur? Das sah mir aus wie eine Kupferfigur, ne? Stand zwar jetzt Hausdeko, aber ich glaube, das war's. Wir gucken es mal. Wir fahren mal nach Hause. Und gucken wir mal. Wie gesagt, die Übersetzung, die ist ja sowieso hier grandios in diesem Spiel. Ich gehe mal jetzt davon aus, dass das die Kupferfigur war. Hoffe ich. Hoffe ich. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Einmal nach Hause. So, war das jetzt die Kupferfigur? Warte mal. Okay, nichts für Black Bay. Es war nicht die Kupferfigur. Ach, die sieht so aus. Alles klar. Ja, also nochmal zurück. Ja. Es nützt ja nichts. Es nützt ja nichts. So, nochmal Madison Street. Das ist ein Hin und Her. Es ist unglaublich. Wenn ich Kilometergeld bekommen würde, dann bräuchte ich nicht klauen. So. Da ist 109. Pennen jetzt vielleicht? Könnte natürlich auch sein, dass die jetzt... Nee, die pennen nicht. So. Er geht um 22 Uhr raus. Und sie geht um 21 Uhr pennen. Mir gerade irgendwie ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier riskieren sollte. Zumal ich ja immer noch nicht weiß... Wo diese verdammte Kupferfigur ist. Es sei denn, sie ist ja immer im Hinterhof. Da haben wir noch nicht geguckt, aber das wäre echt ein bisschen einfach, ne? Im Pool, nein, da ist sie nicht. Ersten Stock gibt es hier auch nicht. Also von da. Ich muss sie irgendwo übersehen haben. Oder im Schuppen. War hier auch ein Hund eigentlich? Ich glaube nicht, ne? So, hier ist noch Geld, aber keine Kupferfigur. Und ich komme ja leider auch nirgendwo rein, weil nur das Küchenfenster hat. Also alle Fenster haben Einbruchschutz, außer das Küchenfenster. Und das war hier und da sitzt sie gerade. Ich glaube, ich muss doch noch mal ihn kurz warten. Bis zumindest sie um 21 Uhr schlafen geht. Und er geht um 22 Uhr hier raus. Okay, ich warte jetzt noch mal bis 21 Uhr, bis die Tante hier... Ja. Und ich glaube, zumindest haben wir dann nur einen Störenfried. So, will ich das schon mal knacken? Dann haben wir es nämlich gleich einfacher. So. So. 5 Minuten noch, Lady. Mach dich Bett fertig. Geh Zähne putzen. Nochmal aufs Klo. Und dann ab in die Haie. Oh shit, ich will nicht, dass sie mich noch sieht hier. So. Kannst du nicht mal deinem Mann... Was ist das denn für eine Ehe? Sie sagt nicht mal ihrem Mann gute Nacht. So. Ist die Frage, ist das irgendwo hier drin? Nee. Oh, dann mache ich mal die Tür zu. Hier ist auch nichts.
ist diese verdammte... Sag mir nicht, die ist in irgendeinem Küchenschrank. Also in der Schublade kann sie ja eigentlich nicht sein. So, Viertelstunde, dann geht er raus. Was ist das? Nee, Pfanne. Ah, okay, das habe ich mir jetzt doch ein bisschen einfacher vorgestellt. So, er geht raus. Lock him up. Natürlich. Natürlich. Gut, das hat nicht so funktioniert. Hallo? So, ich würde sagen... Ja. Ich würde sagen, wir holen uns das Ding beim nächsten Mal. Heute habe ich echt ein bisschen die Arschkarte. Na gut, aber wie gesagt, diese Kupferfigur ist nicht so einfach, wie ich es gedacht habe. Aber wir kriegen sie. Ich schwör's, wir kriegen sie. So, ich sag vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal in 109 mit dieser verdammten Kupferfigur. So, aus dem Weg. Ja, irgendwie werden wir sie bekommen. Euch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.